next few minutes of the match. Why didn't she kick out of the pinfall? Another moment of Asuka being delayed. Meanwhile, on this far side of the arena. Asuka with the Asuka block. Damn, that was a fast counter for the Asuka block. Asuka went from locking in her submission to being pinned down by Becky Lynch in less than a second. That was awesome. This would look badass, except for the fact that Asuka's head is entirely protected by the turnbuckle, and Becky is not even being whacked by Bianca at all. Bianca Belair should probably realize that really pointing at her opponent is going to help her win the match, plus it's very rude to point. Now going after Bianca Belair! Bianca's shoulder came off the mat, so legitimately curious as to why the referee completely ignored it and continued counting. Belair kicked with it. Becky Lynch's left leg is the one that was injured in Asuka's ankle lock, and she was clearly seen hobbling with it in the air. But all of a sudden, she has no problem putting her full body weight on it when she tries to kick Bianca and then count with her good leg. I guess when you marry Seth Rollins, you obtain his inability to sell no trees. PlayStation.
Wärme. Wärme, das war einfach nur Calcio. Aki! Timo Werner ist ein Hurensohn. Was war denn das jetzt? 0-3 sind sie mit der Nikola, das wird leider nur Kölscher. Habe ich hier in der 35 nicht von der Ehe. Ich spritze ihn heute. Wahrscheinlich so. Wenn die gewinnen ist, werden wir trotzdem wieder in Europa liegen. Unentschieden 1-0 für Fenerbahce, unentschieden 1-0 für Ajax Amsterdam, unentschieden, unentschieden und unentschieden. Thank you.
1:4 in der 50. Minute von Pachincha. Das ist hier in der 72. Minute von Landers. Zwei, fünf,
3:05 in der 80. Minute, das zweite Tor von Lambert. Sechs in der 86 Minute von Lütz. Der nächste Spiel ist gegen in der Bundesliga gegen SV Werder Bremen, die sind 9. Tottenham ist weiter und Atletico de Madrid sind weiter, FC Kopenhagen ist in der Europa League
Roma FC ist weiter und FC Barcelona auch als Monacos in der Europa League. VfL Wolfsburg ist weiter und FC Liverpool auch. FC Villarreal ist in der Europa League. Manchester United und Inter Milan sind weiter. SL Benfica ist in der Europa League. Piemonte Calcio und FC Bayern München sind weiter. Fenerbahce ist in der Europa League. Manchester City und Ajax Amsterdam sind weiter und RB Leipzig ist in der Europa League again. PSG und Borussia Dortmund sind weiter, Club Brugge ist in der Europa League, Frankfurt und Bergamo Calcio sind weiter, und Real Madrid ist in der Europa League. Jetzt wäre es Spaß, dann ist es nicht mehr dort. Feyenoord ist weiter, Real Madrid und Besiktas sind weiter, Real Sociedad in der Conference League, Rapid Wien schon mit dem Grün aus, Victoria Pilsen und OM sind weiter, und FC Arsenal ist in der Conference League, SD Praga und FC Sevilla sind weiter, RB Salzburg ist in der Conference League, SSC Neapel, Royal Antwerp, FD sind weiter und Slavia Prag ist in der Conference League, Lazio Monza, Osana sind weiter und FD Mittelland sind in der Conference League, OL und FC Porto sind weiter und BC Young Boys sind in der Conference League, Leverkusen, Stars René sind weiter, AEK, Athen ist in der Conference League und TSG Hoffenheim, FC Chelsea sind weiter, Rangers ist in der Conference League. Wie sieht jetzt hier aus? Athletic Bilbao und Panliga Kost sind weiter, Sporting CP und KHC Genk sind weiter, Los Lille und Hajduk Split sind weiter, RSC Anderlecht und Medipol für Bastia Kishir sind weiter, Galatasaray und AZ Alkmaar sind weiter, Leicester und Leicester City und Jürgen Garden CF sind weiter, Vitoria ST und VfB Stuttgart sind weiter, AC Florenzen, Aalborg, BK sind weiter. Hallo Boss, ich wollte mich nur bedanken, mein Gespräch mit ihm war natürlich ein Rüssel, aber sie haben mir zugehört. Dafür danke ich Ihnen, bei uns läuft es in der letzten Zeit besser. Ich bin mir anscheinend ist es auch deutlich besser geworden. Es freut mich, dass wir darüber gesprochen haben und ich bin froh, dass die Stimmung in der Mannschaft nun besser ist. Ich glaube, es ist alles wieder im Lot. Jetzt können wir die nächsten Aufgaben angehen. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, sie sind der Boss, aber ich denke, dass ich gut gespielt habe. Bei der Rotation geht es nicht darum, Spieler in Pause zu gehen. Jedes Spiel braucht eine andere Strategie und ich will einfach versuchen nach Alternativen. Danke, dass ich spielen durfte. Das Resultat ist natürlich enttäuschend, aber ich habe alles gegeben und ich habe mich auf den Rasen gut gefühlt. Sei wegen des Ergebnisses nicht so enttäuscht, deine Leistung hat mir gefallen, bald waren wir persönlich ergeben. Bitte beachten Sie das einzelne neue Spiel angesetzt für hier die Details. Begegnung im Gladbach gegen Frankfurt, heute Termin 5. März 2023, heute Termin 4. März 2023, mit Freischgrößen Frankfurt Vorstand. Turnierpreisgeld auf Ihre Leistung im Wettbewerb, zusätzliche finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget in der nächsten Saison erhöhen. Wettbewerb UEFA Champions League Preisgeld 10.850 Millionen Euro. Mit freundlichen Grüßen Frankfurt Vorstand.